Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Wir sind hier noch immer auf der Sturminsel und rotten einen Gargoyle nach dem anderen aus, zusammen mit unserem Kumpel Eldrick. Jo, nebenbei suchen wir auch oder versuchen einige Pflänzchen zu finden, Schätze auszubuddeln, Geysire zu schließen, Gargoyle-Eier zu finden und so weiter und so fort. Und wir haben hier eine tolle Pflanze, eine Grabwurzel. Hoho! Die nehmen wir gleich mit. Es war so verdächtig hier oben, ne? Da dachte ich mal, ich schaue mir das mal an. So, hoffentlich sterbe ich jetzt nicht für die Grabwurzel. Dann kann ich sie gleich auf mein Grab legen. Ja, na, ist alles gut gegangen. Und dann schauen wir uns hier oben ein Stückchen um. Aha, ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich bald diesen General da treffen. Hallo! Brauchst du Hilfe? Ja, bitte. Das wäre sehr nett. Zack, zack, zack. Einmal zurückrollen. Haha, ha, nichts erwischt. Trottel. Aber ich glaube, jetzt dann dafür. Oder auch nicht. Boah, das war der schönste Kampf, den ich bisher zusammengebracht habe. Oh, ja, es steckt Potenzial in der Zocki. Oh mein Gott. Da ist wieder alles voll mit diesem Ungeziefer. Hallo. Er hat schon mal gezuckt. Ich dachte, er kommt schon. Jetzt kommt er. Hier kommt Hilfe. Ja, hier kommt Hilfe. Das ist sehr gut. Boom. Ins Knie geschossen. Na, du Kerl. Eldrick, du darfst. Und rein ins Kreuz. Wow, auf meinen. Eldrick darf wieder. Oh je. Komm, schieß. Schieß. Muss was trinken. Muss was trinken. Alter. Oh je, das schaut nicht so gut aus. Daneben. Ich freue mich. Ich glaube, ich habe die ganzen Socken. Das ist auch nicht gut. Das ist gar nicht gut. Was, das Viech ist schon mal erledigt. Boah, Gargoyle scheint auch erledigt zu sein. Sehr schön. Ach du Heilige. Wo ist der zweite? Da. Ach du Heilige, ich habe keinen Rum mehr, glaube ich. Den habe ich schon komplett weggetrunken. Hä, wo ist der Gargoyle hin? Ist er runtergefallen oder was? Wieder mal. Es schaut danach aus. Ah, hier ist er. Oder was? Na, das war der vorige, oder? Ja, tatsächlich. Der ist futsch. Naja. Soll er doch unten irgendwo verrotten. So. Was gibt's hier? Habe ich echt keinen Rum mehr? Habe ich das echt alles schon weggesoffen? Nö, habe 12 Flaschen. Irgendwie hat es gerade nicht hingehauen. Frag mich bitte was Leichteres. Frag mich bitte was Leichteres. So. Oder hat es hingehauen? Ich habe gleich wieder so aufs Maul bekommen, dass ich dachte, es hat nicht hingehauen. Das könnte nämlich auch sein. So, schwarze Oleander nehmen wir auch gerne mit. Und ich glaube noch eine Würgeranke. Jawohl. Immer her damit. Na fein. Dann werden wir uns mal da reintrauen, ne? Ich würde sagen, was wir auf jeden Fall mal tun dürfen, wäre speichern. So. Das haben wir uns verdient. Ein neuer Spielstand. Erfolgreich. Barriere gefunden. Aha. Ja, die haben wir schon aufgehalten. Scheinbar durch diese magischen Geysire. Und natürlich ist hier wieder stockfinster. Ich habe die Fackel auf dem Einser, genau. Ich habe mich sogar daran erinnert. Was sagt's da dazu? Das kann es doch fast nicht geben. Oh mein Gott. Ein Versunkener, ne? Jojo. Waffe. Lufttempo. Au! Da mal treten. Mal schießen. Der General. Achso, das ist ja der General. Oh, scheiße. Entschuldigung. Ich habe das nicht laut gesagt. Oh Mist, der ist echt stark.
Ja. Ups. Ich hab jetzt nicht gedacht, dass das so viel Damage macht. Ach, wie schön. Das Wetter ist so schön. So schön nebelig, lala. So, wieder die Fackel. Ups. Oh, weia. So, Herr General. Eldrick, bitte, du darfst. So. Zack, zack. Zack, und einmal schießen, bitte. Sehr gut, einmal treten. Sehr gut. Nochmal treten. Proviant. Wir rollen weg. Glaube ich halt. Ich versuche einmal was zu trinken. Zack, 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 zack. Super! Der General droppt 5 Gold. Wow! Und der General, eine Waffe. Ist die gut? Kann man die brauchen? Ausrüstung, rechte Hand. Wo ist er denn? General. Ja, schau mal her. 50 bis 80 Schaden, Hiebwaffe, Hiebwaffe plus 20, Goldwert 420. Diese Waffe gehörte dem General. Der Legende nach wurde er von Mara selbst übergeben. Schön, den nehmen wir doch mit. Den benutzen wir doch gleich. Das ist echt cool. Die Fackel nehmen wir natürlich auch. Und ich würde sagen, das ist sogar ein bisschen speicherungswürdig. So. Ja. Na prima. Lalilalila, gibt es hier irgendwas? Gibt es hier irgendwas von Wert für uns? Zum Beispiel Proviant. Ich mag den Säbel, der ist cool. Hallo? Ist hier jemand? Ja, ein Pokubilz. Der wohnt hier schon so lange, den nehmen wir glatt mit. Mhm, da hinten raucht's. Oh mein Gott. Eldrick, Eldrick, hilf mir! Gleich zwei schon wieder. Diesen Depp. Den hinteren haben wir schon mal. Na, ausweichen. Proviant. Du, die Waffe ist aber gar nicht schlecht. Und der letzte. Wo ist er denn? Komm her, du Krippel. Hallo? Da ist Finster übrigens nebenbei bemerkt. Das heißt, ich muss die Fackel holen. Weil sonst seht ihr Arme nix. Diesmal habe ich nicht vergessen auf euch. Moa. Hallo! Eldrick! Und schießen! Wow! Ausweichen! Schießen! Nicht in die Richtung, du Keibel! Ist ja unglaublich! Au! 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 Ich trinke mal was! Au! Weich doch aus! Geht ja! So! Dann was futtern! Da! Und in den Rücken rein! Jawohl! Puh, da haben wir auch 20 von denen jetzt besiegt. Das ist sehr gut. So, was haben wir denn hier? Noch mehr Gargoyle-Eier, zumindest eines. Vielleicht gibt es noch mehr. Vielleicht gibt es auch ein bisschen Gold für uns. Ha, warte, hier war was. Ein Trank. Ja, nehmen wir auch gern mit. Halleluja. Da ist sonst nichts. Da sind noch ein paar Eier. 1 und 2. Schön. Aber kein Gold. Also Erzvorkommen meine ich. Hm. Aber hier dafür. Hast du noch... Ja, perfekt. Gib mir bitte diese... Hier, hast du 5 Eier. Gib mir dafür Sekret. Gut, warte. Och, so, jetzt habe ich mich verschaut. Fertig. Hier hast du es. Ich denke, wir haben jetzt genug Sekret, um den Berg heilen zu können. Beeile dich. Jo, ich habe mich gerade verschaut, alter Schwede. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut und habe statt 9 Minuten 39 Minuten gelesen. Das dachte ich, ich habe wahnsinnige Überlänge gemacht. Schockschwere Not. Alles gut, alles gut. Zocki, atme durch. Passt. So. Na dann, verschließen wir mal den Eiterpickel. Hoffentlich war es das jetzt. Ja, sehr gut. Ruhm 210. Fein. Und dann denke ich mal nochmal einen kleinen Check, ob ich wohl nichts übersehen habe. Weil, ich meine, das passiert mir niemals. Ja, ich mache das ja äußerst professionell. Ja. Alter Schwede. Ah, da muss ich selber schon Tränen lachen.
So, na, schaut gut aus. Du, Eldrick? Übrigens, Maras Handlanger im Lufttempel sind kaputto. Maras Handlanger im Lufttempel ist erledigt. Das ist gut. Ich fürchtete schon das Schlimmste. Ach komm, gut echt gemacht, so schlimm? Mein Freund. Joga, das haben wir aber zu zweit geschafft. Ohne dich, mein lieber Freund, will ich das überhaupt nicht hinkriegen, ne? Wir haben hier alles erledigt. Wir haben hier alles erledigt. Ja, mein Freund. Hier auf der Sturminsel sind wir fertig. Doch hat der Tempel viele Tage Gargoyles in die Welt hinausgesandt. Wir müssen die umliegenden Inseln nach ihnen absuchen und sie vernichten. Oh, großartig. Einen Job als Kammerjäger habe ich mir schon immer gewünscht. Siehste? Lass uns nun zurückkehren auf dein Schiff. Dort besprechen wir alles Weitere. Wir haben noch viel zu tun. Die Gargoyles auf der Sturminsel sind jedenfalls schon mal erledigt. Ja, das ist auch gut so. Wir dürfen kein einziges übersehen. Auch nicht auf den anderen Inseln und Landstrichen der Südsee. Sonst kommen sie immer wieder und wir können wieder von vorne anfangen. Also, auf geht's. Na jo, das wäre aber gar nicht so schlecht, weil das wird ganz, ganz viele Erfahrungspunkte geben. Theoretisch müssten wir es drauf ankommen lassen. Meine Fackel. Entschuldigung. Da ist immer so finster. Habe ich sie irgendwo hier liegen lassen? Fackel! Wo bist du? Okay, die ist, glaube ich, ausgegangen. Tut mir leid, es ist jetzt gerade ein bisschen dunkel. Ach, was soll's, nehmen wir eine neue. So. Lalala, lalala. Schön. Haben wir das hier schon mal geschafft? Wie viele, jetzt bin ich nochmal neugierig, wie viele Erfahrungspunkte hat das gegeben? Boah, gar nicht schlecht, schau mal. Boah, wir hatten ja fast nichts mehr, ne? Theoretisch können wir jetzt nochmal hier investieren für mehr Damage. Ich lass mal. Ich lasse das mal. Vielleicht brauchen wir es ja noch für was anderes, die Erfahrungspunkte. Dann bin ich wieder fast am Ärgern und am Verzweifeln, weil ich dann die ganzen Erfahrungspunkte da weggehauen habe. Jawohl. Ich sage immer, Erfahrungspunkte sind Ruhm. Ruhm und Ehrepunkte. Jawohl. So. Gut. Dann würde ich sagen, das ist sogar speicherungswürdig. Ich bin eher speicherungswütig. Haha, der war schlecht. Lufttempel. Hey, super, wir können uns... Ey, das ist echt toll zum Boarden. Da drüben würde ich auch gerne mal hin. Wie kommt man da hin? Ob das irgendwann mal mit dem Schiff geht? Ob man da irgendwie runter kann? Da drüben ist sicher irgendwas. Vielleicht für später. Anlegestelle. So, ich board mich jetzt mit Absicht nochmal dorthin, wo Cruise war. Ich möchte mich vergewissern, dass er da ist. Beziehungsweise auf dem Schiff dann zum Schiff geht. Oh. Der alte Cruise ist endlich wieder auf Reise. Gut, das müsste also quasi die Bestätigung sein, dass er da mit uns mit will oder mit darf oder mitfährt. Dann boarden wir uns hierhin zurück zur Anlegestelle. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Nichts Lebensnotwendiges, sage ich mal. Und wir gehen auf unser Schiff zurück. Ich muss dann dringend wieder rumkaufen. Hallo Schatzel, na, wie geht's dir? Oh, und? Oh. Wie sieht's aus? Wir haben den Lufttempel gesäubert. Maras Monsterlabor ist ausgeräuchert. Das ist doch gut, oder? Für den Moment schon, denke ich. Dann geh mal gleich rüber zum Druiden und frag ihn, wie es weitergehen soll. Jawohl. Frau Chefin hat gesprochen. Dann werden wir das auch gleich machen. Mal schauen, wie es Chani geht. Hallo, meine Hübsche. Na? Aha, komm mit, okay. Sie scheint ihre Seekrankheit ein bisschen unter Kontrolle zu haben, die Arme. Wir könnten auch mal schlafen gehen. Weißt du was, ich gehe mal pennen. Bis mittags. Ja, ja, ja. Ja, dann stehen wir wieder auf, ne? Oh. Aber das Wetter wird irgendwie nicht besser. Lalilalila. Hi, Cruise. Der alte Cruise ist endlich wieder auf Reise. Jetzt kann er auch schon besser sprechen, wie es mir scheint. Na, Herr Spoofier? Ich koch uns was Leckeres. Ich würde da echt gern, also ich hätte das echt gern, dass man bei dem Proviant kriegen könnte, weißt du, ne? So eine Tagesration, so wie es bei Gothic war, ne? Wo du zu, wie hieß der schnell? Snuff?
wo du dieses Fleischschwanzen-Ragout bekommen hast. Boah, das wäre echt cool, wenn es sowas noch, wenn sowas geben würde. Vielleicht kommt es ja noch. Mit ausreichend Proviant eben an Bord. Vielleicht klappt das ja mal. Dann sag mal, wo es als nächstes hingehen soll, Kumpel. Dann sag mal an, wo es als nächstes hingeht. Es ist schwer zu sagen, wo die Gargoyles sich überall verbreitet haben. Sicheres wissen wir bisher nur von der Sturminsel und Antigua. Wir müssen aber auch die anderen Inseln und Küsten kontrollieren. Also sehen wir es einfach blind drauf los? Alles klar, du wirst schon wissen, was zu tun ist. Ich denke unten. Alles klar, du wirst schon wissen, was zu tun ist. Bring mich einfach zu deinen bekannten Anlegestellen und ich kann dir sicher mehr sagen. Alles klar. Dann würde ich sagen, probieren wir es doch mal mit Takarigua, weil ich möchte sowieso Rum und so weiter kaufen. Vielleicht, hoppala, eins weiter hoch, vielleicht haben wir dann dort schon die nächsten Opfer. Eldrick meint, dass sich die Gargoyles schon sehr weit verbreitet haben. Eldrick meint, dass sich die Gargoyles schon sehr weit verbreitet haben. Wir müssen alle vernichten und ihre Brut finden. In Ordnung. Sag mir einfach, wohin es gehen soll. Na dann, gutes Ende. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Aye, Captain? Dann würde ich sagen, Takarigua. Antigua haben wir jetzt hier fertig. Genau, die Schwertküste wäre so ein Thema. Die Insel der Toten waren wir eh noch nicht und Caldera waren wir auch noch nicht. Dann würde ich sagen, nehmen wir wirklich Takarigua, weil ich gern bei Boos, sofern er hat, neuen Rum kaufen möchte und auch ein bisschen Bock. Und dann kann uns Eldrick vielleicht schon mehr sagen. Jo. Aber ich denke, Caldera wird so ein Thema sein und die Insel der Toten, weil die beiden Inseln näher an der Sturminsel hier sind. Aber wer weiß. Wer weiß, wo sich diese Bastarde schon ausgebreitet haben. Die haben ja Flügel und alles, ne? Also die können ja viel besser auf dem Meer reisen als wir. Aber ja, mal schauen. Hoffentlich steht hier noch alles. Ob es, ich meine, ich habe das schon mal erwähnt, glaube ich, ne? Vorige Woche. Ob es die Echsenmenschen noch gibt? Oder ob die Echsenmenschen jetzt quasi ausgetauscht wurden gegen die Gargoyles. Achso, zuerst mit Eldrick reden. Kumpel, gibt es hier Plagen zu beseitigen? Hier ist Takarigua. Hier ist Takarigua. So, das ist doch auch wieder so ein Unterschlupf der Piraten, oder? Auch. Gibt es irgendetwas, was du nicht weißt? Ich weiß nicht, wo sich die Gargoyles auf dieser Insel verstecken. Kennst du hier einen der Piraten? Ich kenne Boos. Der ist die ganze Zeit über hier gewesen. Dann wird er wissen, ob die fliegenden Biester hier sind. Ich werde ihn danach fragen. Alles klar, weil zu ihm wollten wir sowieso. Das war jetzt wirklich schlau von der alten Zocki, dass ich mal hier zuerst den Eldrick gefragt habe. Moa. Aber hier scheint noch alles im Lot zu sein. Also, mal schauen. Herr Boos. Servus, Alter. Hast du hier fliegende Unholde vorbeifliegen sehen? Es leckt ein bisschen. Hast du hier fliegende Unholde vorbeiziehen sehen? Fliegende was? Ich suche einen Trupp Gargoyles. Alles spricht dafür, dass sie versuchen werden, sich auf der Takarigua niederzulassen. Gargoyles? Sag das doch gleich. Die waren hier, die Mistviecher. Wo sind sie jetzt? Was denn? Hier in deiner Kaschemme? Hier drinnen wahrscheinlich eher nicht, oder? Die werden sicher keinen Rum bestellt haben. Wo sind sie jetzt? Aber andererseits wäre es unten lustiger. Ich nehme das untere. Was denn? Hier in deiner Kaschemme? Nein, aber sie wüteten in meinen Vorräten herum. In meinen Vorräten, verstehst du? Die wollten echt rum. Habe ihnen ein paar auf den Arsch gebraten, dass es nur so brummt. Du. Getötet hast du sie aber nicht, oder? Sie haben sich ins Hinterland verzogen. Ich habe auch so eine Ahnung, wohin. Okay. Aber warum interessiert dich das überhaupt? Sagen wir, ich will ihnen einen Besuch abstatten. Deine Besuche kenne ich. Pass auf, ich zeig's dir auf der Karte.
Danke. Oh. Keine Ursache. Misch die Biester mal ordentlich auf. Ja, werden wir machen. Aber zuvor brauche ich bitte mehr Rum. Ich brauche mehr Rum. Natürlich. Und dann werden wir den Part beenden. Ui, der hat auch noch mehr 3 Flaschen. Wir haben auch fast kein Geld mehr. Zucker hat er recht viel. Können wir noch selber was brauen. Nehmen wir mal den Zucker mit. Den Rum nehmen wir mit. Grog haben wir wie viel? 15. Da würde ich... Nehmen wir alles mit. Ist ja wurscht. Ich versauf's eh wieder. Ich brauche das Ganze eh verkaufen. Was haben wir denn so blundermäßig? Haben wir irgendwas doppelt? Das will ich noch behalten. Diese Äxte, sind die für irgendwas? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde sie gern verkaufen. Die sind sogar was wert. Ja. Was hätten wir denn da so Wertvolles? Das Silberteller kann mal weg. Oh, die Goldbrocken wären schön, wenn man sie einschmelzen könnte. Ja, viel Geld haben wir jetzt echt nicht mehr, ne? Wichtige Zutat für Voodoo. Genau, darum wollte ich das nicht weghauen. Ich bin echt leicht überfragt. Was jetzt schlau wäre. Ich komme mir vor wie ein Messi. So ein bisschen. Vielleicht, wenn ich jetzt... Ich tue jetzt einfach mal 7 Äxte weg. So. Dass wir ein bisschen Spazi haben. So. Dann bedanke ich mich. Und ich gehe mal schnell rauf brauen. Und dann werden wir uns im nächsten Part... Oder weißt was? Ich werde im nächsten Part brauen. Und werden uns dann auf den Weg machen zu diesen ekelhaften Gargoyles. Und werden denen den Hosenboden aufrollen. Ich glaube, so sagt man das. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!